Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Illusion of Time. Letztes Mal haben wir die neue Fähigkeit für Frennern bekommen, Dark Fire. Mit dieser Fähigkeit können wir nun Gegner angreifen, die außerhalb unserer Reichweite stehen. Und das werden wir natürlich sofort tun. Und ja, was kann ich dann jetzt noch so lange erzählen, wo wir hier herumrennen? Ah ja, entschuldigt, dass diese Folge etwas später kam oder kommt. Sie ist ja noch nicht draußen für mich. Da ich eigentlich gestern schon diese Folge aufgenommen hatte, aber irgendwie war mein Aufnahmeprogramm nicht geöffnet. Gott sei Dank hatte ich es eh nicht abgespeichert. So konnte ich also jetzt hier weiterspielen. So, jetzt können wir hier hoch, was wir vorhin nicht konnten. Und meine Stärke hat sich erhöht. Und der hier hat tief im Innern der Mine werden weitere Sklaven zum Arbeiten gezwungen. Mitnehmen diesen Schlüssel und hilf ihnen. Jetzt haben wir den Aufzugsschlüssel. Ich hoffe, ich finde alle rote Juwelen hier. Laut meiner ach so guten alten Liste gibt es hier die alle bis zur 17, also bis zum 17. Juwel. Drei, glaube ich. 14, 15, nee, 15, 16 und 17 gibt es hier. Aber wo waren die nochmal gleich? Letztes Mal, wie viel haben wir dann nochmal gefunden? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ach, verdammt. Und dann muss ich halt das nachher nachsehen, wenn ich im Dorf bin. Da gehe ich einfach zum Juwelier. Und schau mir an, wie viele der dann hat. Und Aufzugsschlüssel. Man dürfte ran, was hier der Aufzug ist. Und dieses Gimmick gefällt mir wirklich sehr in diesem Spiel. Mit dem Aufzug. Das finde ich klasse gemacht. Was war nochmal hier? Ah, hier war einer der Sklaven, der hatte mir ein rotes Juwel gegeben. Muss drauf achten, ob nicht irgendwo hier noch eine Wand ist, die es kaputt machen kann. Da kann ich es ja am Luftzug, aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein. Nein, keine seltsamen Luftzüge hier. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder hier weg. Dann gehe ich nochmal schnell zurück ins Dorf. Hier könnte auch New Welt drin gewesen sein, aber ich glaube, da war nur Heilkräuter drin. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt ins Dorf zurück, um doch nachzusehen, wie viel Juwelen ich bis jetzt gefunden habe. Weil dann weiß ich, ob laut meiner Liste ich hier alle habe oder nicht. Also die Liste ist so alt, die habe ich mir selbst gemacht, als ich einmal losgespielt habe. Ja, leichter Aufzug. Da habe ich mir einfach mal, wo ich das Spiel einmal durchgespielt habe, alle Juwelen einfach aufgeschrieben, wo ich welche gefunden habe. Nicht mal genau, also ich weiß, es steht nicht mehr genau drauf, wo ich sie gefunden habe. Ich weiß nur, dass irgendwie ich alle Juwelen hier von den Gefangenen bekam, von den Sklaven. Aber da steht jetzt nicht ganz genau drauf, was ich tun muss, um das Juwel zu bekommen. Dann gehen wir kurz nach Freja. Und dann reden wir noch einmal mit dem Juwelier. Der war doch hier. Nein, wo war der nochmal? Der war. Ich glaube, der war hier, genau. Ja, hier bist du. Den Juwelier. Okay, wir haben es alle gehört. Alle gut. Jetzt rede ich sogar Luxemburgisch. Ich meine natürlich alle. Gut. Damit wäre das auch geklärt.
Jetzt sind die Gegner hier wieder da, aber ich nehme stark an, dass ich die jetzt nicht alle muss vernichten, um noch wieder Stärke beizubekommen oder so zu blitzen. So, dann fahre ich nur hier. Resettet. Da das hier ja nicht so wie bei Soul Blazer funktioniert mit den Monsterhöhlen. Jo, falls man einmal alle besiegt hat, dann braucht er es auch so. So, Aufzugsschlüssel. Der Schlüssel der Rätsel ist begleitet von einem Creature. Ich könnte noch in Fredern wechseln gehen, aber dauert mir zu lange. So, das hier, diese Zähne finde ich einfach so toll gemacht. Man fliegt hier über die Landschaft, wo man vorhin herumgelaufen ist. Das ist doch einfach klasse gemacht. Oder nicht? Also da waren wir ja vorhin unten. Mit Fredern. Gut, hier scheint kein versteckter Eingang zu sein. Gehen wir mal hier runter. Gut. Also hier sind auf jeden Fall viele verunglückte Sklaven oder so. Und noch ein paar eigenartige Monster. Gut, meine Stärke hat sich erhöht. Das ist klasse. Ah ne. Hier unten war doch noch irgendwas. War das nochmal gleich? Ah, da hat gerade was geblinkt, genau. Du hast den Minenschlüssel gefunden. Gut. Dann gehen wir mal hier wieder weg. So, was haben wir denn hier? Gegner, ach wie nett. Hier könnte was versteckt sein, aber nein. Kein Anzeichen, dass da der Wind weht. Hier auch nicht, nein. Okay. Dann gehen wir uns jetzt mal um die Typen hier kümmern. Ja, der Psycho, das ist ja schon ziemlich praktisch. Nein, hab nicht getroffen. So. Gut, dass ich den jetzt erwischt habe, sonst hätte ich ja Fredern abholen müssen. So, da befindet sich noch ein Sklave und noch mehr Lebensenergie für mich. Hab Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm diesen Schlüssel. So, und das ist der zweite Schlüssel zur Mine. Ja, kann ich wieder spielen, danke. Ja, okay, jetzt habe ich beide in Ordnung. Dann gehen wir mal wieder hier weiter. Ach, wie ich diese Musik liebe, also wirklich. Falls ihr irgendwann, also sagen wir mal so, diese Musik hier, die ist einfach spannend, also keine Ahnung, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, als wäre es irgendwo, wo es spannend ist. Fertig. Wie soll ich denke da jetzt, soll die Tür geöffnet werden, ja oder nein? So sei es oder Gott bewahre. Ach, diese Besetzung hier. Ah, schön.
Alles in meiner Heimatstadt hat sich zum Bösen gewandt. Menschen wurden zu Stein und starben an unbekannten Seuchen. Gesegnet seiest du. Ich hörte von Erik, dass dein Freund sein Gedächtnis verloren hat. Ein uraltes Lied kann ihm seine Erinnerung zurückgeben. Lass es ihn hören. Sam summt ein fremdartiges Lied. Du hast das Lied der Erinnerung erlernt. Sam, ich möchte dich um etwas bitten, Fremder. Gibst du mir den Kerkerschlüssel und die Melodie des Windes als Erinnerung an unsere Begegnung? Ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Nein! Ich wollte die noch behalten. Warum machen die mein Inventar leer? Ich brauche die Melodie des Windes überhaupt nicht mehr, aber ich will sie trotzdem haben. So, hallo Remus. Hab Dank, Fremder. Ich komme aus einer weit entfernten Stadt. Falls es dich dorthin verschlägt, hilf den Bewohnern. So, dann gehen wir mal wieder weg hier. Wir haben alles, was wir brauchen. Die Sklaven sind befreit. Und ja. Jetzt können wir auch Lands Erinnerungen wiederherstellen. Ja. Ja, es ist immer wieder schön hier rumzulaufen. Nichts steht dir im Weg. Oder etwas langweilig, aber egal. Ich mache das Spiel trotzdem. Sehr. Gut. Auf nach Freja. So. Und spielen wir mal los. Will erinnert sich an die Melodie und spielt. Doch nichts geschieht. Okay. Und wenn es hier stehen. Ich stelle mich einfach neben ihn so. Will erinnert sich an die Melodie und spielt. Und wieder mein Lieblingslied aus dem Spiel. Wie heißt dieser Ort? Ich verspüre ein wenig Heimweh. Ich fühle mich, als wäre ich immer im Mutterleib. Alle Menschen, die ich traf, befinden sich in meinen Gedanken. Ich kann nicht klar denken. Das wird heute zusammengeschrieben. Oder? Ich glaube schon. Ich wuchs in der Stadt am Südkap auf. Einst kam mein Vater von einer seiner Expeditionen nicht zurück. Jo, Lenz Vater war mit Wills Vater unterwegs. Er war immer das Wichtigste in meinem Leben. Ich war verstört. Ich verstand nie, dass mein Vater seine Krieger aussandte, um andere Länder zu erobern. Es ist schrecklich, wenn Menschen getötet werden. All das, was in vielen Jahren geschaffen wurde, wurde in wenigen Tagen zerstört. Ich frage mich, ob Seth noch am Leben ist. Die Zeit macht unschöne Dinge vergessen. Das ist unser Trost. So, und jeder kann sich wieder an was erinnern, an das, was er vergessen wollte. Und irgendwie so. Von was redet ihr? Was ist mit euch los? Lance, du kannst dich wieder erinnern. Die Sorgen haben ein Ende. Ich dachte schon, es hört nie auf. Gut. Was ist los mit dir? Du weinst ja. Nein, tue ich nicht. Stimmt nicht. Schick.
Wieso sollte ich denn weinen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe, dass ihr euch gesorgt habt. Ich hatte euch eurer Stelle genauso reagiert. Ich mach mich auf das Schlimmste gefasst. Ja, ciao, ne? Nee. So. In den angrenzenden Wäldern lebt ein seltsamer Finder. Lass uns zu ihm gehen. Ich glaube, er ist näher. Hast du näher gesagt? Das ist der Name meines verschwundenen Cousins oder Vetters. Also, Cousin ist Vetter. Auch er war Erfinder. Er verschwand eines Tages im Himmel mit einem Ding, das er Flugzeug nannte. Und so begab er sich, dass Will mit seinen Freunden nahezu Neal aufbrach. Und das sehen wir dann nächste Woche. Also dann, Leute, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann auf Neal treffen. Also, Leute, ciao, ciao.